Bild, und es ist immer noch live, ich habe das sogar archiviert, Bild, der offizielle Twitter-Account von Bild haut diese Meldung raus, Krematorien gegen Corona überfüllt, in China werden Leichen auf der Straße verbrannt. Bitteschön. Ja? Da könnte man sich ja mal erkundigen, was denn so in China so Tradition ist. Ja, da schauen wir mal hier rein. Hier werden nach einem alten Brauch Papierlaternen verbrannt und keine Leichen, ihr Vollidioten von der Bild. Wirklich, das ist wirklich, also das ist journalistisch einfach nur noch unterirdisch. Und vor allem, hier sieht man es, das ist auch die gleiche, wenn ihr auf dieses rosa Ding da achtet, ja, und auch auf die Papier, ja, was ist das, Papierdrachen oder was, Laternen, ja, sieht man hier, hier seht ihr es nochmal, ich mache es nochmal groß, ja, damit es auch wirklich klar ist, dass es das gleiche Ding ist, das kann man ja heute auch nicht mehr, hier der Parkplatz, hier das rosa Ding, was ich vorhin erwähnte, und hier auch, seht ihr hier auch das gleiche, ja. Es ist journalistisch, also das ist ja nicht mal, das ist bewusst, ja, das ist definitiv bewusst. Wenn es wirklich ein Fehler war, dann können wir alles vergessen, was überhaupt irgendjemand, alle vergessen, die in irgendeiner Redaktionsstube sitzen, ja, weil das ist dann wirklich eine Offenbarungseid, eine Bankrotterklärung, das ist dann ein echtes Ende, Laterne, ja, Laterne ist eigentlich schon Ende Gelände, weil wer das nicht recherchieren konnte und wer da einen Fehler gemacht hat und wenn das nicht bewusst so geschrieben wurde, hier, Krematorien wegen Corona überfüllt, in China werden Leichen auf der Straße verbrannt. Das sind ja schon wieder in Bergamo fast, ja. Ich finde es als eine ganz besondere Ehre, dass ich dabei sein darf. Danke, Bärbel Baas. Georgine Kellermann, der, ich glaube, ist ein Redaktionsleiter beim BDR, nennt sich aus mir nicht erfindlichen Gründen Georgine. Für mich ist es ein Mann, deswegen sage ich Herr Georg Kellermann, wird eingeladen zu der Gedenkstunde als Anlass des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, ja. Und Unabhängigkeit von Politik, Justiz und Medien, wenig überraschend. Und hier, das gilt es nicht zu hinterfragen, der RP Online meldet hier, Staatsspitze verneigt sich vor dem deutschen Papst. Da haben wir die protokollarisch die Bundestagspräsidentin, da haben wir den Bundeskanzler, da haben wir den Bundesratspräsidenten, dann haben wir die Innenministerin, es ist alles Staatsspitze, und dann haben wir den Arbeit, Bundestag, Bundesverfassungsgerichtspräsident, wüsste nicht, dass der zur Staatsspitze gehört, ja. müsst mich jetzt schon sehr täuschen, wenn das üblich ist, dass er auch hier bei seiner Beerdigung dabei ist. Ich finde, eine Staatsspitze finde ich ein bisschen, also wenn die alle miteinander zusammengehören, dann muss man sich fragen, wo ist da die Unabhängigkeit? Aber ihr wisst ja schon Bescheid, wie das damit bestellt, darum bestellt ist. Und als Schlusspointe, Kevin Kühnert reagiert auf Berlin-Kritik, Söder soll sich mal um Reichsbürger kümmern. Ja? Nach der Silvesterausschreitung in der Hauptstadt betreiben CSU-Chef Söder und CDU-Chef Merz Berlin-Bashing. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kommt dann übrigens nach den Silvesterausschreitungen, muss man auch noch dazu sagen, es betraf bei Weitem nicht nur Berlin. Ja? Es betraf viele Städte, nicht in dieser Dimension, nicht in diesem Umfang, aber auch in Bayern. Da muss man auch mal sagen, also ich habe es persönlich von jemandem aus Regensburg gehört, das gab da Vorfälle, die das vorher noch nie in Regensburg oder Umgebung. Und auch in München und in anderen Städten, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, gab es in kleinerem Umfang ähnliche Szenen wie in Berlin, wo es natürlich auch aufgrund der schieren Größe der Bezirke und der Anzahl der Leute, die hier leben, schon einfach in einem anderen Umfang stattgefunden hat. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, immerhin der SPD-Generalsekretär, der noch nie in seinem Leben eine einzige Minute wirklich, okay, im Callcenter für im Spielzeug waren, Herstellerware, glaube ich. Aber auch das hat er nicht lange gemacht. Also wirklich gearbeitet hat er nie in seinem Leben und eine Ahnung hat er auch nicht, Studium abgebrochen, hat nichts, kann gar nichts, hat keine Ahnung, hat nichts. Nichts, dadurch, mit nichts wirst du Außenministerin, SPD-Generalsekretär oder Grünen-Vorsitzende, mit nichts, mit null, niente, nada. Ja, der Bayerische Ministerpräsident verantwortet nach offiziellen Behördenangaben Deutschlands größtes Biotop für bewaffnete Reichsbürger. Ich weiß gar nicht, wie er auf diesen Schwachsinn kommt. Er sollte aufhören, durch wildes Fingerzeichen in alle Himmelsrichtungen ein. Es ist eigentlich, warum lese ich das eigentlich vor? Aber ich finde es halt einfach so unverschämt. Ja, ich nehme jetzt nicht Bayern in Schutz oder was, aber Franziska, das muss man sich wirklich, ich lebe hier in Berlin. Ja, ich lebe in diesem Shithole und ich habe es heute zu einem guten Freund von mir aus München gesagt am Telefon, ich werde hier nicht bis ans Ende meiner Tage, also ich hoffe zumindest, dass ich hier nicht bis ans Ende meiner Tage lebe, ja, da möchte ich vorher schon noch woanders hin, wo es schöner ist und dort dann meinen letzten Atemzug vielleicht tätigen, ja, das wäre wirklich, wäre ein frommer Wunsch. Und Franziska Giffey braucht sich gewiss nicht von CDU und CSU belehren lassen, wie man eine Metropole regiert, sagte nun Kühnert im Gegenzug, während NRW und Bayern 2022 tief in den Krisenstrudel geraten sind, konnte Berlin unter Franziska Giffey in zentralen Bereichen seine positive Entwicklung fortsetzen. Man wird doch nicht konkreter, um da ja nicht jetzt dann in Schulden zu geraten. In was? Seine positive Entwicklung? In der Bundeshauptstadt wachsen die Wirtschaft. Wir haben so viel Transfer
Geldempfänger wie nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Sinke die Arbeitslosigkeit wie und Betreuungsquote der kleinsten seit Rekordniveau. In Düsseldorf, in München ging es zuletzt bergab.